Und direkt geht's weiter mit der Meisterschaft auf 100 Kubik. Nächste Strecke, nächster Spaß. Strecke Nummer 9, Yoshis Piste. Also irgendwie haben die alle eine Piste, außer ich. Ich habe natürlich keine. Aber vielleicht kriege ich ja noch eine von irgendjemandem. Vielleicht ist jemand ja so nett und sponsert uns eine Piste. Dann können wir zusammen ein Real Let's Play machen, oder? Mario Kart in echt. Oh, das wäre doch geil. Das wäre doch geil. Aber dazu bräuchten wir erstmal die passende Rennstrecke, die wir allerdings noch nicht besitzen. Also, ihr lieben Sponsoren, wenn ihr auch dabei zuhört, dann schenkt mir doch bitte eine Piste und ich mache dafür ein Product Placement für diese Piste. Versprochen. Also noch was Dümmeres habe ich ja noch nie gehört. Also wirklich. So, weg mit euch. Yes. Und nochmal. Und nochmal. Yeah. Was für ein toller Lauf. Und nochmal getroffen. Bowser und Bowser Jr. werden jetzt richtig verprügelt von mir. Aber ist auch richtig so. Denn die drücken uns sowieso jedes Mal immer mehr auf die Pelle. Genauso wie Mario und Luigi. Die zwei werde ich mir jetzt auch noch schnappen. Auf jeden Fall. So. Und bam. Und dafür gibt's nichts. Ja, ist logisch. Und natürlich wieder. Und natürlich klaut er mir das Item. Ist natürlich klar. Hm. Passt schon. Passt schon. Ist schon okay. Jetzt verschwindet's. Verschwindet's. Gib mir ein Item. Danke. So, viel Spaß in der Banane. Bam. Wo habt ihr gesehen? Im Drift habe ich ihn erwischt. Was ist denn jetzt los? Hä? Wieso hat's mich jetzt weggehaut? Wer von denen hat jetzt mich getroffen eigentlich? Ich denke Bowser und Bowser Jr., oder? Bam! Boah, wieder ein grüner Panzer mitten ins Gesicht. So wie die Fragezeichenbox mich gerade getroffen hat. Bam! Boah, habt ihr gesehen? Richtig schön aus der Rückhand einen grünen Panzer in die Visage. Boah, das Rennen macht gerade richtig Bock. Hier wird sich wirklich nichts geschenkt. Auch wirklich gar nicht. Oh mein Gott, zwei rote Panzer. Wer war das? Hier Bowser, oder? Hier wird sich echt nichts geschenkt. Hier wird jeder Zentimeter wird umkämpft und für sich beansprucht. Das ist echt brutal. Also so ein hartes Rennen hatten wir ja schon lange nicht mehr, oder? Und zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad hätten wir das auch nie geglaubt. Aber man sieht, man wird immer wieder überrascht. Immer wieder. Ah, das war jetzt gerade echt mies, oder? Zwei rote Panzer mitten zu mir. Also man hätte es auch gerecht aufteilen können, oder? Mario und Luigi einen und wir einen. Wenn wir schon einen treffen... Und ich bin natürlich wieder der Einzige, der in diese verdammte Banane fährt. Ich bin natürlich wieder der Einzige, oder? Mhm. Na klar, wer denn sonst? So, ich glaube, die Banane hebe ich mir jetzt auf. Vom Ziel könnte noch einiges passieren. Zumal hier gibt es sogar noch Doppel-Items. Komm, jetzt nochmal eine Banane, komm. Yes. Yes, komm. Komm. Durch. Und nochmal. Und bam. Yeah. Erster Platz. Nach so einem harten Rennen. Ist es echt ein Trost, erster Platz zu werden, wirklich. Boah, da wurde sich nichts geschenkt. Abartig. Einfach nur abartig. Also sowas Krankes habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt, zumindest in diesem Game nicht. Strecke Nummer 10. Waluigi Arena. Dass Waluigi keine Piste bekommen hat als Namen, da musste sich schon ziemlich traurig fühlen, oder? Ja gut, aber Wario hat ja auch keine. Der hat ja auch ein Kolosseum. Da muss ja er hier eine Arena haben. Oh Gott. Diesmal habe ich ihn nicht getroffen. Aber dafür haben ihn die Flammen erwischt. Tja, wenn man so dumm ist. Aber eigentlich müsste Bowser ja Hitze nichts ausmachen. Er kommt ja selber aus einer Lava-Welt, oder? Ja, jetzt krieg ich schon wieder kein Item. Okay. Sollte mich jetzt unbedingt drum kümmern. Und nur weil ich jetzt ein bisschen komisch gelenkt habe, habe ich es geschafft, nicht auf die Banane zu fahren. Aber nur deswegen. Oh Gott. Drei rote. Nein! So, und nimm das. Und gleich nochmal. Ach, was war denn das jetzt? Was war das jetzt? Ich habe ihn nicht getroffen, weil er zu nah dran war? Aha. Aha. Ist mir auch noch nicht passiert, aber okay. So, jetzt schluckt das Mario und Luigi. Yeah! Und nochmal drei rote. Geil! Habt ihr gesehen? Der rote Panzer ist nach unten gefahren. Hat gewartet, bis die nach unten kommen und da hat sie dann erst getroffen. Geil. Wirklich geil. Oh mein Gott. Dass mich diesmal nicht so... Dass mich diesmal keine Feuerbälle getroffen haben. Okay. Ich habe schon zu viel gesagt. Ja, klar, da kommt noch Blitz. Ist logisch. Ist der Koopa-Panzer gerade über mich drüber gesprungen? Cool. Kann er das bitte nochmal machen? Ich möchte das gerne nochmal sehen. Ja klar, und jetzt habe ich natürlich keinen Speed mehr, weil ich gerade in dem Ding drin war.
Ja, was? Ich hab's doch geschafft. Ich hab gedacht, ich flieg runter, aber ich hab's doch gepackt. Sehr schön. So, jetzt muss ich wieder aufholen. Jetzt muss ich wieder aufholen. Was gar nicht so einfach wird. Oh Gott, jetzt bin ich aber geschickt dem Ei ausgewichen. Aber ganz geschickt. So, ich klaue jetzt das Item, dass es klar ist. Das ist meins. So, einen roten Panzer hätten wir. Einen roten Panzer hätten wir, den wir auch gleich mal benutzen werden. In der Hoffnung, dass er auch trifft. Ja, er hat getroffen. Er hat getroffen. Aber Bowser hat seinen Riesenpanzer losgeschickt. Oh mein Gott. Dass der mich nicht getroffen hat. Reine Glückssache. Wirklich, reine Glückssache. Weil der Panzer räumt ja wirklich alles auf. Er ist so der Rasenmäher der Karts, oder? Ja, der Rasenmäher der Karts, genau. Ist klar, Dani, ist klar. Ich lache über meine eigenen Witze. Mann, bin ich dumm. Sehr schön. Das wäre geschafft. Nächstes Rennen. Rennen Nummer 11. Pilzbrücke. Okay. Habe ich ein Heimspiel jetzt, weil ich ein Pilz bin? Ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Also, ihr zwei dürft nicht gewinnen, weil das ist nämlich meine Strecke. Ja, komm, crasht mich noch mehr. Komm. Ist logisch. Ja, 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 ja. Komm. So, ich hätte den grünen Panzer. Treffe ich ihn? Ja, doch, ich habe ihn getroffen. Haha. Haha. Aber mit dem grünen Panzer einzutreffen, ist wirklich wahres Können. Das ist wirklich wahres Können. Mit dem roten Panzer kann sich jeder. Aber mit dem grünen, das muss man erstmal hinkriegen. Okay, rückwärts ist auch absolute Glückssache. Das hat dann nichts mehr mit Können zu tun. Aber nach vorne, das ist wirklich absolutes Können, wenn man einen trifft. Oh, auch noch im richtigen Winkel. Ah, ich habe sie getroffen. Und nochmal getroffen. Und nochmal getroffen. Ich habe jetzt gerade so viele getroffen. Mit meinen vier grünen Panzern. Und darauf bin ich sehr stolz. Oh, darauf bin ich sehr stolz. Geil. Hä? Habe ich nicht gerade zwei Items eingesammelt? Anscheinend nicht. Okay. 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 Warum nicht? Nehme ich so hin. Nehme ich so hin. War einfach ein Bug oder so. Oder ich habe zu spät gewechselt. Kann natürlich auch sein. So, jetzt habe ich aber guten Vorsprung. Vor den anderen zwei. Finde ich sehr gut. Dann können wir wenigstens ein bisschen entspannter fahren. Und ich habe schon wieder drei grüne Panzer. Geil. Geil, solange jetzt keiner mit einem Blitz kommt oder ich gegen ein Auto fahre, bleiben mir auch diese grünen Panzer. Okay, dann schauen wir mal. Hoffentlich passiert jetzt nichts mehr. Hoffentlich passiert mir jetzt nichts. Hoffentlich passiert mir. Hoffentlich passiert mir. Hoffentlich passiert mir jetzt nichts. Hoffentlich passiert mir. Hoffentlich passiert mir. Hoffentlich passiert mir nichts. Ha, geiles Lied, oder? Geiler Soundtrack übrigens. Jedes einzelne Lied ist auf seine eigene Weise richtig geil. Wirklich geil. Aber an Nintendo-Spielen ist irgendwie alles geil. Jeder Soundtrack von jedem Spiel hat irgendwas. Hat irgendwas. Und ich denke mir immer, wer kommt auf so geile Melodien? Wer? Na gut, man könnte ja nachschauen, wer das ist. Aber der muss definitiv irgendwas nehmen. Dass er wirklich so inspiriert ist von sowas. Hey, echt Respekt. Hut ab. Okay. Dann können wir schon auf die nächste Rennstrecke. Und das wird sein Pilz City. Jetzt waren wir gerade Pilzbrücke, jetzt sind wir Pilz City. Somit haben wir wieder ein Heimspiel. Okay, und let's go! Ich werde irgendwie immer am Start überholt. Also ich kann den besten Start der Welt haben und werde trotzdem noch überholt. Ist es fair? Nein, ist nicht. Ja klar, und da trifft mich mein eigener grüner Panzer. Habt ihr das gesehen? Das war mein eigener Panzer. Traurig. Einfach nur traurig. So. Ja gut, wenn ihr da lang fahrt und du da lang, okay, irgendeinen verfolge ich, der kriegt jetzt von mir die ordentliche Ladung Panzer ab. Bam, bam! Ja, hä? Habe ich jetzt als erstes den roten geworfen oder erst den grünen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, weil wenn es wirklich erst der grüne war, dann habe ich ihn mit einem grünen getroffen. Aber... Ja, als ob, Mann, bist du dumm! Mann, bist du dumm! Schleudert mich in die Bombe rein, dass ich explodiere, aber selber explodiert er trotzdem. Habt ihr gesehen? Mario und Luigi haben gerade die dreifache Packung bekommen. Einen grünen Panzer, eine Banane und noch irgendwas. Und, genau, ein Fragezeichenblock. Einen umgedrehten. Geil. Einfach nur geil. So, Banane für euch, Pilz für mich. Hä, wer hat mich jetzt überholt? Ach so, die fahren andere Richtung, okay. Ich dachte mir schon, hä? Wer überholt mich denn jetzt da? Aber ich bin noch Erster. Noch. Und das wird auch so bleiben. Reicht mir schon, dass ich einmal Dritter geworden bin.
Ich muss jetzt Erster bleiben. Ich muss Erster bleiben. So, jetzt muss ich bloß wieder auf diese verdustelige Bombe aufpassen, dass mich ja keiner wieder da reinstößt. Aber die sind schon wieder gefährlich nah. Wirklich, die holen hier auf ohne Ende. Die sind doch verrückt. Was haben die unter ihren Motoren? Waren die auch mal bei Pimp My Ride? Ja. Ah, ausgewichen. Geil, absoluter Zufall, aber ausgewichen. Hätte ich es gewollt, hätte ich es nicht geschafft. Wahrscheinlich nicht. Ja, klar, komm. Ja, gut. Da lag jetzt eine Banane. Ich wollte jetzt da eigentlich nichts riskieren. Deswegen bin ich mal spontan einfach an dem Item vorbeigefahren. Nur weil da eine Banane lag. Ja, nee, ist klar, oder? Nein, ich habe sie einfach nicht erwischt. Nicht erwischt, nö. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich treffe sie noch. Also den Fragezeichenblock, den doppelten, aber... habe ich leider nicht. Aber wir sind trotzdem Erster. Und genau so soll es sein. War das ein Stahlpanzer? Nein, ein roter Panzer, okay. Ich habe jetzt nicht so schnell... Ja, gut. Gut, Gott sei Dank ist das Rennen rum, weil sonst hätten uns jetzt zwei rote Panzer getroffen. Und dann hätte ich mich bloß aufgeregt. Nee, so ist es besser. So kann es weitergehen und so soll es auch bleiben. Okay, 20 Punkte Vorsprung mittlerweile. Dann schauen wir mal, wie es auf dem Sorbetland aussieht. Ob wir da auch die Spitze halten können. Oder doch wieder atemberaubend sterben. So wie in Mario Colosseum. Na gut, wir sind ja jetzt nicht Letzter geworden oder so. Aber dritter Platz ist halt schon... Pff, ja. Man ist zwar noch auf der Treppe, also auf dem Podest, aber da fühlt man sich irgendwie richtig schlecht. Und wieso bin ich jetzt in diese verdammte Banane gefahren? Wieso? Warum nur? Boah, mit drei Pilzen habe ich mal den zweiten aufholen können. Wow. Wow, mit drei Pilzen. Aber ansonsten kriege ich ihn ja auch immer... Euer fucking Ernst? Ja, genau. Und mich trifft natürlich wieder ein Eisblock. Der, wo eh schon Dritter ist, den trifft natürlich ein Eisblock. Ist klar. Ist klar. Okay, Nintendo. Passt. Hier, schluck dies. So, jetzt haben sie schon zwei abbekommen. Manchmal glaube ich sogar im 150er Cup. Meine ich mich mal zu erinnern, dass da... wie soll ich sagen? Ich habe sie getroffen. Dass wenn die Gegner mit einem roten Panzer getroffen werden, wir sie aber nicht sehen. Also sie sind jetzt zum Beispiel ein paar Meter vor uns und wir sehen sie nicht und schießen sie mit einem roten Panzer ab, dass sie dann gleich wieder aufstehen. Beziehungsweise so ist, als würden sie gar nicht getroffen werden. Ja klar. Ist logisch, Birdo oder Yoshi. Ja, war ein Yoshi, ey. Yoshi, du Drecksack. Weil die da irgendwie immer schneller weiterfahren in dem 150er Cup. Also jetzt nochmal, um auf das Thema zu kommen mit den roten Panzern. Ich glaube, Nintendo verarscht da einen bloß. Aber ich versuche mal, das zu kontrollieren, ob das auch wirklich so stimmt, wie ich das denke. Ich weiß, es hört sich irgendwie blöd an, aber es ist eine richtige Verschwörungstheorie. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist, aber mir kommt es halt immer so vor. Mir kommt es immer so vor, wie als würden wir den Gegner abschießen mit einem roten Panzer und der fährt sofort weiter, wie als wäre nichts gewesen und ja, super. Genau. Aber ich kontrolliere das. Ich teste das mal, ob das wirklich so ist. So, selbst Eis und Schnee können uns nichts anhaben bei unserer Siegeswelle. Wir hätten es auch geschafft auf den ersten Platz und führen somit jetzt 22 Punkte vor Mario und Luigi. Und wir gehen jetzt schon in die drittletzte Strecke und das ist DK Bergland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein Gott! Ja, und wieder kein Powerstart und wieder werde ich hier nur weggecrashed und weggecheckt. Ah ja, macht es nicht Spaß. Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, auf jeden Fall als Erster in die Kanone rein. Wieso können wir nicht permanent 280 km/h fahren? Das wäre doch episch, oder? Das wäre episch. Ja. Hä? Fahr doch! Wieso ist der stehen geblieben? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Nö, muss ich und will ich nicht verstehen. Wo ist mein roter Panzer? Der ist natürlich weg. Okay. Und wenn ich einen roten Panzer bekomme... klappt es irgendwie nicht, dass ich die Gegner treffe. Aber okay. Okay. Das merke ich mir, meine Freunde. Das merke ich. Nein! Ausweichen. Yes. Hahaha. Haha. Ein bisschen schneller um die Kurve und du hättest mich getroffen. Aber du hast mich nicht getroffen. So, nimm das. Yes. Erwischt mit einer Banane. Sogar noch in der ersten Runde. Sehr schön. Klappt doch. Klappt. Klappt, 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 klappt. Nein. Ah, klar. Und dann legt er... Hier, nimm das. Aber ich habe keinen erwischt. Schade. Para-Koopa, der normale Koopa und Toadette sind in einem Team. Wollen die uns jetzt nachmachen, hä? Wollen die uns nachmachen? Na, aber ihr seid nicht so cool wie wir. Nein, seid ihr nicht. Und wieso nicht? Ja, weil wir Para-Koopa und Toad sind und nicht Koopa und Toadette.
Deswegen seid ihr nicht so cool wie wir. Ja. Mhm. Genau so ist es. So, durchkommen. Yes. Und sogar noch den blauen Drift bekommen. Ob das natürlich jetzt funktioniert. Ja, die Kurve ist ziemlich sport. Die Kurve ist sowas von steil. So. Verminen wir hier mal ein bisschen alles, dass die Gegner hier schön platt gemacht werden. Aber bisher noch kein Erfolg. Nee, die sind da einfach durchgerast. Okay. Seltsam. Also ich hätte es natürlich nicht durchgeschafft. Ich wäre natürlich volle Kanne reingefahren. Ist ja logisch, oder? Das bin ja auch ich. Ich weiß nicht, warum ich nicht so durch enge Räume durchkomme mit meinem Kart. Also ich lasse mich da irgendwie immer von irgendwas erwischen. Ich verstehe nicht, wieso. Verstehe das nicht. Beantwortet mir bitte diese Frage. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die Frage beantworten könnt. Ich wäre euch sehr verbunden. Dann würde es mir bei meiner zukünftigen Strategie auf jeden Fall weiterhelfen. Auf jeden Fall. Ja klar, ich nehme das natürlich alles zu Herzen, was ihr mir in die Kommentarbox schreibt. Und ich finde es cool, dass es in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr geiles Feedback gibt. Freut mich echt sehr. Und es macht mich auch weiter stolz, auf jeden Fall weiter am Ball zu bleiben, um Videos nachreichen zu können. Ist sowieso klar, aber es hat mich echt gefreut, wirklich. Also die Resonanz ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut, doch. Okay, noch zwei Rennen. Vorletztes und dann das letzte. Das letzte ist die Rainbow Road. Und was kommt jetzt? Daisy Stampfer. Okay, ja gut, den hatten wir noch nicht. Den hatten wir noch nicht. Stimmt, stimmt. Okay, 2, 1 und Attacke. Und da reicht es wirklich bei 1 nur ganz, ganz kurz vor der 0, dass man dann Gas gibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich hätte ja noch theoretisch Zeit, das in der Rainbow Road auszuprobieren, aber ihr wisst ja selber, die Rainbow Road zählt nicht so zu meinen Lieblingsstrecken. Und man kann auch vom ersten Platz ganz schnell runterrutschen auf 5 oder 6. Konnte man hier nicht eigentlich runter? Oder war das in einem anderen Game? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwo konnte man noch runterfahren in dem Schiff. Ich glaube, das war nicht in der GameCube-Variante, oder? Nee, da konnte man ja noch gar nicht tauchen. Stimmt. Da konnte man ja noch gar nicht unter Wasser fahren. Weil im Wasser war man nämlich tot. Ja, klar, komm. Jetzt kommt natürlich ein roter Panzer. Ist natürlich logisch. Ja, was denn sonst? Jetzt kommt gleich Bowser und Bowser Jr. Wow. Nee, erst kommen Mario und Luigi. Okay. Ich hatte schon Sorge, dass die zwei wieder aufkreuzen, aber die sind auch schon da. Die sind wirklich auch schon da. Okay, okay, okay. Ich nehme es mit euch allen auf. Ist doch kein Problem. Mit allen nehme ich es auf. Ihr werdet mich nicht besiegen. Auf keinen Fall. Okay. Das war jetzt nicht so bedacht. Aber wir sind noch Erster. Wir sind noch Erster. Sogar mit so einem Treffer sind wir noch erster Platz. Geil. Wahoo! Boom! Voll erwischt. Also sie waren mir jetzt schon praktisch an der Heckscheibe. Oder an meinem Kennzeichen hinten dran. Deswegen gab es jetzt einfach einen grünen Panzer mitten ins Gesicht. Und nochmal. Die wechseln sich immer ab. Wer sich von mir eine Koopa-Shell einfangte. Die wechseln sich immer ab, Bowser und Mario. Finde ich cool, finde ich cool. Ja, muss ja nicht so unfair sein, dass wir nicht immer permanent auf einen Gegner gehen. Nein, wir gehen gleich auf zwei gleichzeitig. Nein! Aber mich hat der Blitz nicht getroffen. Haha! Geil! Ich wurde verschont, nur weil ich jetzt von einem roten Koopa-Panzer getroffen wurde. Geil, oder? Ja, dass ich mal so viel Glück habe, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Also ich dachte, mich erwischt es jetzt noch mehr. Und ich werde vielleicht dann wieder Dritter. Aber nein. Nee, mir ist nichts passiert. Haha. Und somit bin ich auch deutlich schneller als ihr jetzt gewesen. Deswegen schaffen wir es auch jetzt schneller ins Ziel als die. Sowieso. Mein Gott, was für ein Riesenvorsprung. Die sind ja noch in der Kurve und ich bin ja schon im Ziel. Puh. Okay. Ein Rennen noch. Und dann wäre der 100er Cup die Meisterschaft auch schon vorbei. Es geht ziemlich schnell. Wirklich. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Okay, nächste Strecke und damit die finale Strecke der Regenbogen Boulevard. Gut. Konzentration. Konzentration und nochmal Konzentration. Ab geht's. Ja, diese Strecke ist auch wirklich sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Man könnte mich hier wirklich so leicht runterhauen, da ich ja fast nichts wiege. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, irgendwie hier auf der Strecke zu bleiben. So, und weg. Perfekt. Gut. Okay, da war ein Stern gewesen. Mist! Mist! Ich habe den Stern verpasst. Aber ich habe ihn leider zu spät gesehen, also konnte ich jetzt wirklich gar nichts machen. So, aber die Turbos wollen wir wenigstens alle kriegen. Denn sonst wird diese Strecke hier mega, mega lang. So, perfekt.
Ach, den Abschnitt mag ich am wenigsten. Also wirklich den hier. Hier gibt es keine Bande, hier gibt es wirklich gar nichts. So, da wäre zwar eine Sternschnuppe gewesen. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir, meine Freunde. Nee, lass mal. Macht das mal lieber ohne mich, aber ich will da nicht dabei sein. Wenn ihr euch hier mit roten Panzern beschießt. Lasst mich da bitte raus, ich bin sowieso Erster. Selbst wenn ich Letzter werde, hätten wir es trotzdem geschafft. Ja, den goldenen Pokal zu holen. Deswegen ist es ja eigentlich gar nicht mehr wichtig, welcher Platz wir sind. Aber wir wollen natürlich auch immer Erster sein. Und deswegen werden wir hier in diesem Level auch Erster werden. Das steht natürlich fest, oder? Seid ihr dafür? Natürlich seid ihr dafür, natürlich. So, ich habe schon eigentlich einen guten Vorsprung aufgebaut in der ersten Runde. Nur weil die sich hier die ganze Zeit bekriegen. Die zwei, also wirklich, die zwei Teams, die machen sich, die schenken sich wirklich nichts. Wirklich wird sich nichts geschenkt, echt. Aber trotzdem sind sie eigentlich langsam unterwegs. Wenn man so meine Geschwindigkeit anschaut und dann... Ja, als ob. Als ob der so weit kommt. Mhm. Habt ihr gesehen, wo die auf der Karte sind? Und dann kommt der wirklich so weit vor, der rote Panzer. Ist klar. Mhm. Natürlich. Oh mein Gott, das wäre fast schief gegangen. Oh mein Gott. Puh. Nochmal Glück gehabt. Was ist das? Eine Banane. Okay. Da wäre ein Stern. Ja, ich habe ihn gekriegt. Ich habe ihn gekriegt. Yes. Geil, ich habe einen Stern. Für lau. Für lau. Für umsonst. Auf der Straße gefunden. Eigentlich soll man ja nichts von der Straße aufheben. Aber in dem Fall ist es auf jeden Fall in Ordnung, dass ich den mitgenommen habe, oder? Gut, die Banane. Jetzt war... Nein. Yes. Was für eine Rettungsaktion. Ich glaube, ich muss mir das nachher nochmal anschauen. Also, wer sich da noch wirklich befreien konnte, oh mein Gott. Ich habe jetzt gedacht, ich fliege runter. Ich war, glaube ich, nur noch auf einem Rad war ich noch oben. Und habe es trotzdem geschafft, mich zu retten. Tja, dann Daumen hoch dafür, oder? Ich sage, man erlebt wirklich hier immer neue Sachen. Und man sich denkt, WTF, wie habe ich denn das nur geschafft? Aber das war jetzt wirklich mein Highlight. Mein Highlight von diesem Part, oder? Doch. Und perfekt in den Pilz rein. Oh, ist das nicht lieb? Ja, das ist echt lieb. Es war wahrscheinlich wieder Birdo mit ihren Eiern. Oder natürlich einer hat von seinen drei Pilzen zwei Stück verloren. Einer war schon weg. Und der hat jetzt extra auf mich gewartet. Ach, die holen mich doch nie ein. Die holen mich im Leben nicht ein. Kein Ding. Nein, kein Stern. Schade. Hätte ich jetzt doch noch gerne einen gehabt für den letzten Abschnitt. Aber gut, okay. Komm. Warum habe ich so das Gefühl, dass mich jetzt gleich ein Stachelpanzer treffen wird? Warum habe ich das so im Gefühl? Wahrscheinlich, weil ich so weit vorne bin, oder? Da ist ein Stern. Yes! Und nochmal ein Stern. Zum Abschluss dieses Parts und dieser Meisterschaft gibt es nochmal einen Stern. Ist es nicht schön? Ja. Oh, ist es schön. Und wir haben es geschafft. Die Meisterschaft wäre beendet. Auf dem ersten Platz natürlich, so wie es sein soll. Perfekt. Und vielleicht gibt es auch die, vielleicht gibt es ja diesmal einen Preis. Also wenn es für den 50er Kubik in der Meisterschaft nichts gab, gibt es vielleicht für die 100 Kubik Variante was. Aber sehen wir gleich, ob das auch schon stimmt oder nicht. So, das können wir vorspulen. Oh, ist der Pokal nicht schön. Ah, oh, richtig, richtig nice. Und jetzt kommen erstmal Credits, oder? Ja, gut. Spulen wir die gleich mal vor. Okay, und es gibt was? Gar nichts. Okay, meine Freunde, würde ich sagen, der Part ist an der Stelle zu Ende. Dann machen wir im nächsten Part weiter mit dem 150er Cup auf Meisterschaft. Dann bin ich sehr gespannt, wie wir uns anstellen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald bei Mario Kart Double Dash. Und ciao.